So, heute ist Montag, der 7. Juni 2021, 15.17 Uhr live aus dem Stasi-Kaff 37574 Einbeck. Auf die Dinge, die ich nicht kann, ganz kurze Introduktion. Mein Name ist Adrian Lachstedt, das ist mein bürgerlicher Name, der Name meiner Person, die im Vatikan gehört, sich unter See- und Handelsrecht befindet, mit der ich nichts mehr zu tun haben will, genauso wie mit der Satanistenfamilie Lachstedter. Deswegen nenne ich mich überall Adrian Milosevic, beziehungsweise Adrian aus der Familie Milosevic. Das Ganze habe ich von der Free Man, beziehungsweise Sovereign Citizen Bewegung aus Amerika übernommen. Die setzen dann halt so ein aus dem oder von der Familie hinzu, um sich halt von dieser Person, die letztendlich nur eine Fiktion ist und ja, wie gesagt, sich im See- und Handelsrecht befindet, abzugrenzen von der Sache, von dem Gegenstand. Ne? Genau. So viel zu mir. Ich bin 21, gehe stark davon aus, dass ich 21 Jahre alt bin, genau weiß ich es nicht. Offiziell sagt man, die offizielle Version ist, ich bin am 20.12.2002 in Bad Gandersheim geboren. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube eher, es ist andersrum, dass ich 2 Jahre eher geboren bin. Genau. Das ist eine Geschichte für einen anderen Mal. Auf jeden Fall, ich bin Projekt Monarch, MK Ultra Beta, Sexsklavenopfer vom deutschen BND und vom CIA. Wie gesagt, Patente werde ich euch in die Beschreibung packen. Wie gesagt, schaut mal bei Dr. Catherine Horton vorbei, gebt mal bei YouTube ein. Dazu müsst ihr euch leider verifizieren mit einem Perso wegen eurem Alter. Oder ihr guckt das Video auf meinem Kanal, hier müsste es auch nochmal sein. Und auf Anarchistischer Wahrheitskämpfer ist es auch nochmal, Anarchistischer Wahrheitskämpfer 2. Internationale Staatskriminalität, Dr. Catherine Horton. Das ist das wichtigste Video auf YouTube, was ihr sehen müsst. Internationale, Leerzeichen, Staatskriminalität, alles groß, Caps Lock. Dr. Catherine, also Deutsch Katrin, K-A-T-H-E-R-I-N-E, H-O-R-T-O-N, Horton. Oder E-N. Auf jeden Fall, das dann mit Stop 007 und dem Joint Investigation Team. Müsst ihr mal vorbeischauen, www.stop007.org. Genau. Und dann werdet ihr das alles verstehen. Wie gesagt, was wir jetzt hier halt, die Situation ist halt die, dass die Geheimdienste wieder mal total psychopathisch im Fick- und Mordmodus sind und ja, wieder mal eine riesige Genozidplanung haben, so wie damals schon, wo das als Testlauf probiert wurde hier in Deutschland. Ne? Man hat sich die Juden als Sündenbock rausgenommen. Das hat natürlich alles nichts mit den Juden zu tun. Es sind halt die Freimaurer und diese Adels, in Anführungsstrichen Adelsfamilie, ich möchte sie gar nicht Adel nennen, weil das Dreck ist. Und die jetzt halt in ihren Logen untergetaucht sind und immer noch nach wie vor die Welt gestalten. Also guckt euch doch mal an, wer hat denn den ersten Weltkrieg ausgelöst. Dazu empfehle ich euch das Video Das Schweizer Biest, Basislager des Teufels, auch hier auf dem Kanal mal komplett angucken. Wer waren denn das? Das waren doch alles Adlige. Die haben sich alle Uniformen angezogen und haben gesagt, das ist Krieg. Das waren keine Juden, das waren alles Verwandte sogar. Also das ist eine große Familie, das Ganze. Also jeder Präsident, US-Präsident geht auch auf irgendeinen König zurück, englischen König. Also es ist im Prinzip eine Familie, die eine Kriminalkartellfamilie. Die halten zusammen mit Pisse trinken, Kinder ficken, Kinder fressen als Kontrollakten. So steuert man das Ganze und denen gehört halt hier alles. Und ich kämpfe halt dagegen an und deswegen will man mich halt loswerden. Ich hätte US-Präsident werden können, Präsident Serbiens, 500 Millionen Euro vom Iran kriegen können für eine Revolution hier in Deutschland. Für meinen Hezbollah-Ableger, über den ich auch keine Entscheidungsgewalt gehabt hätte, habe ich alles ausgeschlagen. Alles, was ich wollte, ist, so viel kurz zu mir, alles, was ich wollte, ist eine Kindheit. Ich will meine 21 Jahre zurück. Die kann mir keiner zurückgeben. Verzeihen werde ich euch das nie, Familie Rosenberg, Binnewies, mit eurem jüdisch-spanischen Pisspott-Jungen, hängt euch auf. Ja. Meiner Familie auch nicht, Familie Lachstedter. Genau. Ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Auf jeden Fall, ich wurde heute Morgen wieder mit meinen Nanotech-Chip-Implantaten vergewaltigt bis zum Orgasmus von einer mir unbekannten Location. Ich weiß nicht, ob das die Nachbarn sind, die das machen oder welche Leute im Hauptquartier in BND Pullach. Letztendlich ist es ja auch egal, beziehungsweise ist es nicht egal, es ist schon wichtig, aber Fakt ist, bitte unterlasst die Scheiße. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich mich jetzt noch prostituieren lasse nach dieser ganzen Scheiße, was ihr hier fabriziert habt, nach diesen ganzen Psychospielchen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Nach diesen ganzen Psychospielchen, nach diesem ganzen Lug und Trug, ach, One-World-Präsident hätte ich auch werden können, beziehungsweise inwiefern das natürlich stimmt, weiß ich auch nicht, oder ob das halt nur ein Mittel war, um mich halt zu locken.
weil die halt wissen, mich kann man mit nichts locken. Und deswegen kann natürlich sein, dass die dann halt einfach nur das als Mittel benutzt haben, um mich halt irgendwie ins Kartell zu ziehen. Auf jeden Fall, mich hätte man irgendwie, so wie man mir es über Voice to Sky, also Synthetik-Telepathie gesagt hat, schon groß aufgebaut. Ich habe es abgelehnt, ich wollte nur die Kindheit haben. Ich wäre zufrieden gewesen mit einem einfachen Arbeiterleben. So 0815, Lapaluschi, Sklavendasein. Scheiß doch auf was. Was soll ich irgendwie... Das sind keine Eliten, die uns beherrschen. Das sind eigentlich die größten Versager. Irgendwelche satanistischen Kinderpopper und Pissetrinker. Und die denken auch, die werden überlegen. Ey. Wo seid ihr überlegen? In was? Kinderficken oder was? Scheiße hier. Nee, auf jeden Fall so. Und deswegen so halten die halt alle zusammen. Deswegen packt halt auch keiner aus. Da können wir hier lang gehen. Deswegen packt halt auch keiner aus. Weil die halt alle nicht in den Knast gehen wollen. Und das ist halt nicht nur normaler Kindesmissbrauch. Das ist Kinderfressen. Das ist... Ja, man hält halt mit die schlimmsten Schandtaten halten das halt zusammen. Ne, so arbeitet der BND, so arbeitet die CIA, so arbeiten die Freimaurer. Deswegen halten die alle die Fresse. Ich habe auch mal gehört, so bei den Freimaurern wird einem auch gedroht, wenn du beitrittst, musst du auch so schwören, dass du dass dir die Zunge rausgeschnitten wird, wenn du irgendwie sprichst. Ich habe mich Gott sei Dank nicht rekrutieren lassen für diese Pissetrinkerbande mit autistischen Bollerkopf. Ne, hier ist alles nass, Legastheniker-Kindern. Ja, hier steht es auch nochmal. Stop NWO. Ich habe das nicht gemacht übrigens, bevor jetzt irgendwie einer spekuliert. Stop NWO. Stop NWO. Genau. Bringt da leider gar nichts, weil es keiner sieht. Naja. Ja, diese Graffitis ist auch so eine Sache. Man müsste mal so Werbe. Ich habe da leider kein Geld für, aber wenn ihr Geld für habt, man müsste so Werbetafeln in der Stadt mal so kaufen. Werbeflächen. Und dann da mal irgendwie so. Meine Webseite www.adrianmilosevic. Wenn das bloß nicht so teuer wäre. Ich habe ja kein Geld, danke Herr Karl. Weil man mich geasset stripped hat. Also ich auch Opfer von Asset Stripping bin. So nennt Dr. Catherine Horton das. So sagt man das im Englischen. Also man hat mir halt meine ganzen Assets alles weggelegt. Also ich habe nichts mehr. Ich habe kein Geld, um jetzt irgendwie... Ich habe gerade mal nicht mal genug Geld, um zu leben. Das ist ein Überleben. Und ich habe halt kein Geld für irgendwie für eine 300 Euro Werbetafel. Bringt eh nichts jetzt mit Corona. Ist eh mit dem ganzen Lockdown und der ganzen Scheiße. Na, guckt sich eh keiner an. Aber auf jeden Fall, ich habe halt kein Geld für irgendwelche großen Aktionen. Und das ist auch so eine Sache. So, also ihr glaubt doch jetzt nicht, ich wollte das nur mal so als Statement loswerden. Ich sollte eigentlich nur ein ganz kurzes Video machen. Also ich werde mich nicht prostituieren lassen, egal mit wem. Egal ob hübsch oder hässlich, egal ob Autist oder nicht Autist. Egal ob Männlein oder Weiblein oder sonst irgendwas. Also, wie gesagt, erstens mal bin ich asexuell, zweitens mal nach der ganzen Scheiße, die ihr fabriziert habt, in meiner ganzen Psychiatrisierung, beziehungsweise es sind ja Nazi-Todeslager. Also ihr habt mich mehrfach in ein Nazi-Todeslager gesteckt, gehofft darauf, dass ich dann irgendwie sterbe an diesen Nazi-Giften. Ja. Das hat man gehofft. Ja, dann hat man mich, wie gesagt, versucht. Es wäre für alle gut gewesen. Ich hätte mich gefreut, ganz ehrlich. Ich wäre auch lieber drauf gegangen, als in so einer kaputten Pissetrinkerwelt zu leben, von Fetischisten kontrolliert. Ne? Von homosexuellen Sadomaso Kinderficker BND-Mitarbeitern. So. Kinder anpissen und Kinder in den Mund pissen und dann heißt es, der Adrian ist der Böse, weil er nämlich nicht mitmachen will. Ja, herzlichen Glückwunsch auch, ey. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Nee, also ich werde mich nicht prostituieren lassen nach dieser ganzen Scheiße. In der Kindheit konnte ich es leider nicht vermeiden, weil man mich auch mit Gewaltandrohungen gezwungen hat. Aber jetzt bin ich gealtert, ich bin gereift, ich habe das Spiel durchschaut. So, erstens mal, ich bin kein Schwänzelutscher, egal von wem. So, und zweitens mal schuldet mir sowieso noch so viel für diese ganze Scheiße. Ne? Also, egal wie man es dreht und wendet, ich will nichts von euch. Also, erstens mal, ich will nichts von dieser Welt, warum soll ich da was für tun? Nummer zwei. Und zweitens mal, habt ihr es auch euch mit mir richtig verscherzt, mit dieser ganzen Scheiße. So, also... Alles, was ich will, ist, dass dieses satanistische Kinderficker-Netzwerk endlich auf,
dass das alles endlich ans Licht kommt, dass ich entschädigt werde, dass alle anderen Opfer entschädigt werden, die in diesen Nazi-Todeslagern sitzen müssen und mussten. Dass dieses ganze Psychiatriesystem, was weltweit ist, was auch im Iran operiert, abgeschafft wird. Ja, dass diese Leute endlich zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Schandtaten. Nichts anderes will ich. So, und diese Hisbollah-Scheiße kann sich der BND in den Arsch schieben. Zwar aus folgendem Grund, es bringt mir gar nichts, wenn ich durch Chipimplantate, meine Mitglieder, meine Offiziere, alle durch Chipimplantate gesteuert werden und ich im Prinzip überhaupt keine Entscheidungsfreiheiten habe. Hier hätte ich mal die Flagge mit designen können, gar nichts. Ne? Überhaupt, ich hätte überhaupt keine null Entscheidungsfreiheit gehabt. Was kann ich mit dieser Hisbollah-Terrororganisation und auch, die sich auch im See- und Handelsrecht dann befinden würde, anfangen? Gar nichts. Also, könnt ihr euch auch sonst wohin schieben. Alles, was ich will, ist, dass dieses Netzwerk aufgedeckt wird hier und mehr nicht. Also, zieht alle den Finger aus den Arsch. Alle meine Zuschauer, ich mache diese Videos nicht zum Spaß. Ich habe 500 Millionen Euro vom Iran ausgeschlagen, den Weltpräsidententitel ausgeschlagen. Ich brauche diesen Müll nicht. Ich brauche von dieser Welt nichts. Alles, was ich will, ist wirklich, dass dieses autistische Ballonkopf, Legastheniker, Vollspastiker, Pissetrinker, Kinderficker-Kartell endlich dahin endlich entsorgt gehört, ja. Nee, so viel Leid, wie man mir zugefügt hat, das werde ich nie verzeihen können. Und vor allem aber, man macht es ja auch gar nicht wieder gut. Man hat sich auch nicht mal entschuldigt oder kümmert sich irgendwie darum. Nee, man versucht mich einfach feige hinterrücks, das ist nämlich der deutsche BND, feige hinterrücks irgendwie die Leute zu ermorden oder irgendwie lebenslang einzuknasten oder zu psychiatrisieren. Je nachdem, was sich halt anbietet. Das versucht man bei mir auch gerade, indem man mich halt aggressiv macht, künstlich, indem man mich halt quasi emotional durch diese Chipimplantate auch manipuliert in der Hoffnung, ich würde dann irgendwas Dummes tun. Also wisst ihr was, und nach so einer Scheiße meint ihr, da lasse ich mich noch auf eure autistischen Bollerkopf-Legastheniker-Kinder aus dem vierten Abfallcontainer ein? Meint ihr das wirklich? Meint ihr das wirklich, ich als Übermensch verschwende meine kostbare Zeit für eure Dreckskinder? Wohl kaum, oder? Schiebt euch den ganzen Dreck in den Arsch, diese ganze Prostitution. Sucht euch einen anderen Hilli-Billy, ja, den ihr da verarschen könnt. Ihr habt euch mit mir verscherzt. Meine Befehle wurden immer noch nicht ausgeführt. Mein Körper ist immer noch nicht geheilt. Diese ganzen Leute, die irgendwie partizipiert haben, sind immer noch nicht tot. So, also. Meine Befehle wurden auch nicht ausgeführt. Das war die letzte Chance, das wieder gut zu machen. Ich habe gesagt, bringt diese ganzen Rixer da um hier. Diese Krepelkinder, die man mir andrehen wollte. Darunter zum Beispiel, ja, habe ich alles schon mal gesagt. Auf jeden Fall, das ist auch eine Frechheit. Nee, also ich sag's nochmal, ich brauche von dieser Welt nichts. Also ich lutsch bei keinem am Schwanz rum, sowohl im übertragenen Sinne als auch physisch. Um irgendwas zu kriegen, was ich nicht will. Ich brauche von dieser Welt nichts. Alles, was ich will, ist, dass wirklich diese ganzen scheiß Logen, dass dieses ganze satanistische System bis zum Vatikan hoch. Und das können wir schaffen. Wir müssen alle uns nur mal am Riemen reißen. Ihr müsst euch alle nur hinter mich stellen und dann funktioniert das auch. Endlich zusammenfällt, dass wir dann endlich wirklich frei leben können. Dass wir komplett aus dem See- und Handelsrecht raus sind. Auch die Lebenderklärung kommen übrigens vom Vatikan. Ne, das muss alles weg. Es wird Zeit endlich und es wird auch endlich Zeit, das zu veröffentlichen. Das will ich auch. Dafür setze ich mich ein, Großkaiser Adrian. Alles, was im Vatikanarchiv ist, das muss alles öffentlich gemacht werden. Ne? Was man den Leuten so vorenthält. Es wurde ja auch zum Beispiel gesagt, es gibt zum Beispiel auch, das ist aber auch eine andere Geschichte, Jesus soll nie gekreuzigt worden sein und der soll wohl angeblich, also Cäsar soll Jesus gewesen sein und sowas. Weiß nicht, ob es stimmt, aber im Vatikanarchiv wird es auf jeden Fall drin liegen, die Wahrheit. Auch die Wahrheit über mich. So, das sind so Sachen, die ich will. Ja, und nichts anderes. Ich brauche keine Terrorgruppe hier, ich brauche keine Revolution, mit der ich letzten Endes eh nichts anfangen kann, weil ich gesteuert werde, weil meine Mitglieder gesteuert werden. Ich werde nur das Gesicht und kriege die Giftpfeile ab, wenn irgendwas scheiße kommt. Da heißt es, Adrian, ja, du bist ja offiziell der Chef hier. Was ist da los? Warum wird hier geplündert? Warum wird hier gebrandschatzt? Ja, das macht der BND mit Chipimplantaten, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Ja, ich brauche das nicht. Nee, ich halte mich daran, was Sean Ross gesagt hat. Große Organisationen können ganz leicht infiltriert und durchsetzt werden.
Wir müssen in kleinen Zellen arbeiten, 3 bis 4 Leute, die sich zusammentun und der vierte macht wieder eine neue Zelle auf mit 3 Leuten. Nur so kann man das umgehen. Das kann nicht verboten werden, das kann nicht zerschlagen werden. Alles andere sieht man ja. Führt alles ins Leere und ins Nichts. Ne? So. Also ist ja auch ein Zebrastreifen, ach man. Ja. Genau, jetzt rede ich schon 15 Minuten wieder um heißen Brei rum hier. Ja? Irgendwie, keine Ahnung. Oder nicht um heißen Brei, aber so. Fakt ist, ihr habt einen törichten Fehler gemacht, alle Leute, die an meiner Monarch-Programmierung und Projekt beteiligt sind. Ihr habt mir alles wirklich genommen. Meine Kindheit. Und als Dank dafür, fürs Pisse trinken und Schwänze lutschen, zerstört man mir jetzt auch noch alles. Zum Umbringen habt ihr alle zu einen kleinen Mikropenis da beim BND. Wie gesagt, ihr könnt mich jederzeit ausnocken mit einer Herzattacke, so wie es mit Rudolf Kotte gemacht wurde oder Novichok oder sowas. Ist man sich zu feige. Mir einen Revolver zu schicken, ist man sich auch zu feige. Man hofft dann lieber, dass sich die Opfer irgendwie erhängen oder so. Was nicht möglich ist, weil die Decke bei mir zu Hause zu niedrig ist. So. Arm aufschneiden ist auch keine Option. Stundenlang ausbluten und dann geht's wieder schief. Dann lade ich wieder in irgendeinem Todeslager. Nee. Also, ich muss auf euch warten. Entweder so, es gibt 2 Optionen, Herr Karl. Entweder sie fangen an, das aufzudrecken, das Verbrechen. Und richten sich selber und diese ganzen Leute, die ich zur Tötung ausgewählt habe, hin. Oder ihr fangt jetzt mal an, anständigen Mord zu planen hier. Und bringt eben mich um. Kann ich auch mit leben. Aber so eine Scheiße hier, so eine feigen, hinterhaltigen Aktion. Das geht gar nicht. Nee, also ihr habt euch auf jeden Fall mit mir vergeigt mit der ganzen Scheiße und wenn ihr jetzt noch glaubt, das wollt ihr auf jeden Fall nur mal loswerden zum zillionsten Mal, dass ich mich mit irgendwem prostituieren lasse, dann habt ihr euch aber gewaltig geschnitten. So. Ne? Ihr habt mir wirklich alles genommen, ihr Verbrecher vom BND und die Freimaurer. Mir hat meine Kindheit genommen, 20 Jahre sind weg, die kriege ich nie wieder. Die konnte ich nie so leben, wie ich wollte. Einmal, weil durch die Kontrolle, durch die Chip-Implantate, durch die Augenimplantate, durch die Gedankeneinsendung quasi, durch diese unterschwellige Manipulation hat man mich schon in der Kindheit gegen die Leute gesteuert, das Umfeld gegen mich gesteuert und so weiter und so fort. Ich durfte nie Freunde haben, beziehungsweise 1 oder 2 hatte ich gehabt, einen Freund im Kindergarten. Auf jeden Fall ganz traurige Geschichte. Das kann man mir so nicht wiedergeben, diese Zeit. Und deswegen will ich ja auch so eine hohe Entschädigung. Schon allein das, ne? Und dann kommt da noch hinzu, seit meinem 3. Lebensjahr werde ich, wie gesagt, das habe ich ja im anderen Video schon behandelt, mit elektromagnetischen Waffen gefoltert, vergewaltigt, gequält, bis zum Orgasmus, in der Hoffnung, mich halt in so eine homosexuelle, kinderfickende Schwuchtel umzuwandeln, wie Herr Karl das ist. Aber das funktioniert bei mir nicht. Weil mit diesen ganzen Drecksballonkinder aus dem 5. Abfallcontainer hat man nämlich die ganze Konditionierung schon rückgängig gemacht. Also, ganz ehrlich. Ich habe ein hohes, auf jeden Fall, das wollte ich auch mal sagen, ich habe ein hohes Niveau. So. Und ich brauche auf generell so oder so Leute, die auf dem Niveau sind. Kann doch auch nicht so schwer sein, Herr Karl. Man hat doch eine Akte von mir, wo alles drinsteht. Da hätte man nochmal sich irgendwie die Mühe machen können und sich ein paar Leute auftreiben können, die irgendwie so ähnlich drauf sind wie ich. Na? Ja, naja. Jetzt ist natürlich auch zu spät. Nee, auf jeden Fall. Ich pop garantiert nicht mit irgendwelchen Scheiß, auf jeden Fall schon mal irgendwelchen Scheiß Polacken, Legasthenikern oder Autisten rum oder mit irgendwelchen BND-Agenten. Na? Vor allem warum, wie gesagt, wofür? Ich will nichts. Alles, was ich will, ist, dass dieses System zerfällt. So selber schuld. Ihr habt zu viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Mir hat mal alles weggenommen. Ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto, ich habe kein Fahrrad, ich habe kein Nix. Ich bin wirklich gar nichts habe ich. Das ist der Dank für Pisse trinken, sich anpissen lassen und Schwänze lutschen.
von homosexuellen, kinderfickenden Freimaurern. So danken die einen das. Zum Entsorgen und zum anständigen Umbringen ist man sich dann auch zu feige. Ja, da ist der Penis dann doch zu klein. Ja, das sollen die Opfer dann auch noch selber erledigen. Wie denn? Ich habe kein Geld, Herr Karl. Ich kann mir keinen Strick leisten, tatsächlich sogar. Ich habe jetzt 0 Euro auf dem Konto, auf meinem Sparkassenkonto. Hartz IV ist zwar an Arbeit, da muss ich auch heute mal das Arbeitsamt mal anrufen noch, wenn die dann, weiß gar nicht wie lange, ich glaube, das ist glaube ich jetzt schon zu spät und mal gucken, was ist denn. Anträge wollten sie mir zuschicken. Dann ist halt die Frage, genehmigen sie das auch wieder? Momentan habe ich auf jeden Fall kein Geld, auch kein Kindergeld und nix. Und Taschengeld kriege ich natürlich auch nicht mehr. Brauche ich auch nicht. Akku 15%, Akku zu niedrig, um Blitz zu verwenden. Ja, ich muss das Video bald auch beenden. Auf jeden Fall, ja. So, das wollte ich auf jeden Fall nur noch mal loswerden, weil ich heute wieder von Unbekannten... Siehst du, das ist auch eine Sache, die ich will. Ich möchte jetzt wissen, wer vergewaltigt mich, von wo kommt das? Kommt das aus dem BND-Hauptquartier oder sind das doch die Nachbarn oder beides? Aber ich werde allerdings auch vergewaltigt, wenn ich hier so rumlaufe. Elektromagnetisch, deswegen ja, müssen es nicht zwingend die Nachbarn sein, sondern es kann halt auch aus dem, wie gesagt, Gedankenübertragung geht auf eine Reichweite von 900 Kilometer. Es kann also auch alles vom BND-Hauptquartier aus der Chausseestraße oder aus Pullach, aus diesem Stasi-Quartier da kommen. Fakt ist, ich möchte einfach nur, dass dieses kriminelle Pisse-Trinker-System zerfällt und mehr möchte ich gar nicht. Und dass ich weiß, wer war jetzt alles genau an meiner Monarch-Programmierung beteiligt. Ich möchte die Leute wissen, die mich missbraucht haben. Ich möchte den richtigen Namen wissen, nicht deren Fake-BND-Identität, eine von 20 oder so. Ich möchte, dass diese Leute alle aufgehangen werden mit ihrer ganzen scheiß autistischen Ballonkopf-Legastheniker-Familie. Ich möchte jede einzelne Person, ich sage einfach mal so, ich sage keine Namen, ich sage einfach nur, ich möchte jede einzelne Person, die irgendwas mit meiner Monarch-Programmierung zu tun hat, tot sehen mit ihrer ganzen Familie, das steht mir zu, auch als Entschädigung, damit ich wieder Seelenfrieden finden kann, ne? Formulieren wir es einfach mal so. Das ist mir auch egal, ob das nur Gangstalker waren, die haben auch ihren Beitrag geleistet, dass ich in die Psychiatrie kam, in dieses Nazi-Todeslager mit ihren ganzen intensiven Stalking. Das ist mir egal, ob das... jeder hat seinen Beitrag geleistet. Das ist wie so ein Brot. Jeder hat seinen Teil zum Teich beigetragen. Ne? Und das ist das, was ich möchte. Keine Terrorgruppe. Ne, Familie Rosenberg, Binnewies. Mit eurem jüdisch-spanischen Drecksjungen und euren Dreckskindern und euren... Ich kann mich da nur wiederholen. Es ist einfach so, ihr seid die Untermenschen. Ihr wisst es auch. Ich bin der arische Übermensch. Ihr seid nur Schrott. So, ihr sollt euch mir unterwerfen. Und nicht umgekehrt. Ich lasse mich nicht von euch auf irgendeinem Schachbrett hin und her schieben. Ne? Ganz einfache Kiste hier. Wie gesagt, fickt euch alle ins Knie, schiebt euch eure scheiß Hezbollah-Miliz in Arsch, schiebt euch eure 500 Millionen in Arsch. Ich wäre längst, siehst du, das ist auch eine Sache, ich wäre längst Multimilliardär mit Bitcoin geworden, wenn ich da mal Geld gehabt hätte und nicht geasset-stripped wäre. Das hat man mir versaut. Wenn man mich wirklich geliebt hätte. Hätte man irgendwie geguckt, das habe ich auch in einem Video schon mal gesagt, das wusste man ja alles schon vorher, weil das ja von den Freimaurern geplant war. Bitcoin soll ja Weltquerung werden. Also dann hätte man das irgendwie so gemacht, dass ich da irgendwie investiert hätte oder dass man für mich investiert hätte und gut ist. Ne? Und nicht so ein Blödsinn hier. Wie gesagt, sucht euch einen anderen Idioten, Familie Rosenberg-Binnewies, den ihr hier ausnutzen könnt fürs Aussehen und fürs Charisma und für die Stimme. Sucht euch einen anderen, ihr habt ja da genug Ballonköppe und Legastheniker beim BND. Ich bin mir auch zu schade, über diesen Schutthaufen, den man Deutschland herrscht, nennt, zu herrschen hier. Diese Nation ist hoffnungslos verloren. Das sind alles Leute hier, die essen bei Mac, trinken ihre Aspartam-Diät-Cola. Über so einen Schutthaufen soll ich herrschen. Die meisten Leute sind noch hier zu blöd, einen Eimer Wasser auszukippen. So, also es ist alles wertlos. Ich habe auch kein Interesse zu herrschen. Das einzige Interesse, was ich habe, ist wirklich dieses Freimaurer-Ballonkopf-Kinderficker-Kartell. Das muss endlich gestoppt werden weltweit. Wir müssen endlich die ganzen Logen... Jeder, der in irgendeiner Freimaurerloge sitzt, egal welcher Rang, muss exekutiert werden mit seiner ganzen scheiß Ballonkopf-Familie. Es ist wie Unkraut, sonst kommt es immer wieder. Wenn du die Blätter abzupfst, bringt das gar nichts. Da muss Essig drauf und dann muss es kaputt gehen. So ist das mit den Freimaurern auch. So. Und wie gesagt, jeder Freimaurer mit seiner ganzen Familie... Ausnahmen sind so Leute wie ich bin ja auch nicht beigetreten, also oder sagen wir mal so, alle Leute, die in den Freimaurern sitzen.
die sich haben rekrutieren lassen. Die müssen exekutiert werden. Jeder, der irgendwie es abgelehnt hat, so wie ich, die kann man dann verschonen, vergnaden irgendwie. So wie die Carly Franz und ich. Ansonsten müssen die alle exekutiert werden. So, was ich will, ist, ich möchte diese ganze Militärtechnologie, die gegen mich eingesetzt wird, ich möchte wissen, wie das funktioniert, wie genau die ganzen Geräte aussehen. Ich möchte diese ganze dieses Benutzerinterface sehen. Ich möchte, dass das geleakt wird für alle Menschen öffentlich. Das ist das, wofür ich kämpfe. Das möchte ich. So, und solange diese ganze Militärtechnologie, was, oder generell alles, was man so die letzten 50 oder 100 Jahre entwickelt hat an elektromagnetischen Waffen, das muss jetzt endlich mal alles an die Öffentlichkeit und das muss geleakt werden. Für alle. Das muss endlich stoppen. Das muss endlich aufhören. Das ist das System, das ist das, was ich will. Und nicht nur irgendwie Teil des Systems sein und irgendwie beim Papst irgendwie den Bimbo, kleiner Bimbo vom Papst sein unter See- und Handelsrecht und Schwänze lutschen, fickt euch, nicht mit mir. Mein Freiheitsdrang als arischer Deutsch-Serbe ist dafür zu hoch, als dass ich mich irgendwem unterwerfe. Ah ja, übrigens, man hat mich auch versucht für den BND, wie gesagt, und die CIA zu rekrutieren. Habe ich auch ausgeschlagen, wie gesagt, mein Freiheitsdrang ist zu hoch und ich bin mir da auch für zu schade, in irgendwelchen Autos irgendwelche Leute zu stalken. Oder generell irgendwelche Leute zu stalken oder zu Tode zu foltern und dann von irgendwelchen autistischen Ballonkorb-Legasthenikern irgendwelche Orders anzunehmen, die mir dann sagen, wo ich zu foltern habe, wen ich zu foltern habe, wen ich zu stalken habe. Ich bin mir auch generell zu schade, in irgendeinem Stasi-Hauptquartier vor irgendeinem Bildschirm zu sitzen, irgendwelche Sachen auszuwerten oder sonst was. Das können irgendwelche autistischen Ballonkorb-Legastheniker aus dem füllten Abfallcontainer machen. Machen sie ja auch. So, aber nicht mit mir. Ich bin mir zu schade für sowas. Und das ist das auch, was ich will. Jede Person, die direkt oder indirekt für den BND gearbeitet hat, muss mit ihrer ganzen Familie, wir dürfen da nicht zimperlich sein, das ist wie Unkraut, sonst kommt es immer wieder, exekutiert werden. Heißt, also auch die inoffiziellen Mitarbeiter. So, verstehe nicht, wie man so doof sein kann und sich anwerben lassen kann. Wie kann man nur so doof sein? Ja, dann hätten wir auch gleich was für einen imaginären Klimawandel getan. Überlegt euch mal. Einer von sechs ist rekrutiert. Also wir haben schon so 20, 30 Millionen, die für den Geheimdienst arbeiten. Wenn wir die alle wegschaffen, ne, das sind nämlich die Untermenschen, der Dreck der Gesellschaft. Das sind die Untermenschen. So teile ich Untermenschen und Übermenschen ein. Übermenschen sind die, die gegen das System sind. Und Untermenschen sind die ganzen Nieten, die das System irgendwie unterstützen und schützen. Also auch Polizisten und was Faschisten sind, schafft es doch endlich ab diese private Firma, der Constellis AG. Das ist das System, das ist das, was ich will. So, und dafür kämpfe ich auch. Also schiebt euch diese Prostitution in den Arsch, ich wollte es nur noch mal sagen. Weil es ja irgendwie nicht ankommt in meinen Videos. So. Das ist alles, was ich will. Und ich werde so lange kämpfen bis zum Umfallen, weil mir was anderes ja gar nicht übrig bleibt. Ihr seid zu feige, um mich umzubringen, um mich von meinem Schmerz und meinem Leid zu erlösen. Wäre ich euch dankbar, ganz ehrlich. Ja, leider ist der Penis von der Karl doch zu klein dafür, für so eine Aktion. Das traut man sich dann doch nicht, weil die wissen, ich bin so ein arischer Übermensch. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon eine Herzattacke, die man versucht hat, bei mir zu machen, zu überleben. Überlebt. Ja, wie gesagt, versucht es nochmal. Keine Ahnung. Try again, ne? Versucht's doch. Ich wäre euch dankbar, ganz ehrlich, weil ich kann und ich möchte in so einer kranken Welt auch nicht leben. So, mich kann man nicht, auf jeden Fall, das sage ich auch nochmal, mit Macht, Geld oder Statussymbolen oder teuren Autos locken. Weil das ist letzten Endes nur Materialismus, das ist ein Test von Gott, ob wir uns hier einlassen auf die Scheiße, steht auch in der Bibel. Man soll ja nichts von dieser Erde lieben, sonst verliebt man die Liebe des Vaters, also von dem Wichser da oben, den ich hasse, weil er auch ein kleiner Pisser ist, weil er mich im Stich gelassen hat. Deswegen schuldet mir auch noch was, muss mich in den Himmel aufnehmen. Peng, also ich brauche von dieser Welt nichts. Ja, Fakt ist, ich lasse mich da nicht reinziehen. No chance, mate. Schiebt euch eure scheiß Ballon-Autisten-Kinder aus dem Füllenabfallcontainer einfach in Arsch rein. Schiebt euch dieses schwule Sex-Trafficking in Arsch rein. Ihr habt's versaut, wie gesagt, mit den ganzen Drecksidioten, die bei mir kommen wollte. Hier, Benjamin Behrens, Erik Reichelt, was weiß ich. Wer da noch alles
so Leute, wo ich mir denke, Alter, die können sie doch irgendwelche, an denen können sie auch irgendwelche Medikamententests machen oder die in irgendein Todeslager sperren. Die sind eh alle fett, hässlich, dumm, können nix. Die sollten ganz unten sein, ich sollte ganz oben sein, allerdings ohne die Kontrolle des BNDs. So, ich bin ein arischer Übermensch, ich gehöre an die Spitze dieser scheiß Pyramide, nicht Herr Karl, seiner Bande da. Dafür kämpfe ich auch. Wir müssen diese Systeminversion endlich wieder zurückdrehen, dass Leute wie ich und Dr. Cashwin Horton, dass die wieder ganz oben sind, diese professionellen Leute. Nee, es ist doch einfach nur noch widerlich und krank. Und dafür kämpfe ich auch. Dass diese professionellen Leute wieder zurückkommen in die Position, in diese, wo sie eigentlich sein sollten. Die ganzen Wissenschaftler, hier Bill Binney oder so, der jetzt auch gequält wird, der für die NSA 30 Jahre lang Software entwickelt hat. Jetzt brauchen sie nicht mehr. Das sind richtige kleine Loser beim BND. Die können auch nur all. Das Geld ist geklaut vom Volk. So, damit kaufen die sich dann irgendwelche Software hier, FinFisher oder wie das alles heißt. Und es gibt natürlich auch noch andere Software hier, Pegasus oder was, was die US-Regierung nutzt. Keine Ahnung. So, dann sitzen sie da vor ihren Linux-Computern. Aber wahrscheinlich ist noch Windows 98, weil dafür wird wahrscheinlich kein Geld sein für die oder Windows XP oder so. Komm, Windows XP wird das wahrscheinlich sein. Dann sitzen sie da vor ihren scheiß Computern mit geklautem Geld vom Volk und töten und foltern und quälen Leute und überwachen die. So, jetzt könnt ihr euch mal an meine Zuschauer, jetzt könnt ihr euch mal ausmalen, was das für Leute sein müssen, die sich sowas machen und die sich da auch für nicht zu schade sind. Das sind erstens mal Loser und Versager, aber es sind vor allem auch Behinderte, Autisten und Legastheniker und Ballonköpfe. So Leute halt, wie gesagt, die dumm sind, die hässlich sind, die sich halt für sowas nicht zu schade sind. Ich bin mir zum Beispiel zu schade für sowas. Das muss man sich mal geben irgendwie und keiner macht was dagegen. Also wo die schon allein, wo diese CIA das ganze Monarch-Ding abgezogen hat und den Hunden Elektroden irgendwie implantiert hat, da hätte es eigentlich einen riesen Aufschrei geben müssen und man hätte diese spätestens nach 9-11, ne? Und da hätte man eigentlich die ganzen Organisationen alle auflösen müssen und die ganzen Leute vor Gericht stellen sollen, ey. Nichts ist passiert. Ja, und dafür kämpfe ich auch. So, wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall nur noch mal sagen, fickt euch, ihr habt mich schwer verletzt im Herzen, gekränkt, mein Leben kaputt gemacht, verpisst euch alle, hängt euch auf, nehmt euch einen Strick, ihr seid die Loser, die Untermenschen beim BND da. Ihr solltet euch eigentlich das Leben nehmen, weil euch keiner will und keiner mag und nicht ich. Ne? So, das wollte ich auf jeden Fall nur noch mal loswerden. Ich kann das auch noch gerne in 100 weiteren Videos, aber sparen wir uns das, Herr Karl. Ich kann das auch gerne noch in 100 weiteren Videos sagen. Also ich werde niemals kooperieren. Ich werde weiter marschieren bis zum Umfallen. Was anderes bleibt mir auch gar nicht. So, Ende aus, die Maus, Applaus. Und bald ist es aus für euch, Herr Karl. Seht's ein, ihr habt das Spiel verloren, so oder so. Akkuladung 7%, ich muss das Video bald beenden. Ihr habt das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Ihr habt das Spiel vor allem verloren. Gott hat gewonnen. Ihr könnt es nicht, ihr könnt euch jetzt, selbst wenn ihr mich umbringt, vielleicht könnt ihr es noch hinauszögern, aber ihr seid sowieso, der Arsch ist sowieso schon an Kohlen. Das wisst ihr auch alle. Deswegen, es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist wie in der DDR, es ist die Frage der Zeit. Wann kommt jetzt der Zusammenbruch? Wie lange dauert es noch? Überlebt man noch bis dahin hier? Und hält dieser Stasi, diesen Stasi-Terror stand. Nee, und übrigens, mir hat man, das wollte ich noch sagen, aber ihr wisst es ja selber, aber ich erinnere euch nochmal dran. Mir hat man alles genommen. Ich habe kein Auto, ich habe kein Fahrrad, ich habe kein gar nichts, ich habe keinen Freund, ich habe kein Geld mehr. Das Einzige, was mir bleibt, sind diese Videos, spazieren gehen, ein bisschen Computer spielen, toll. Und das seit 13 Jahren lang. 13 Jahre lang, Herr Karl. Während Sie sich das schöne in Sommerresidenzen auf Teneriffa und was weiß ich wo, da irgendwie die Kinder poppen, weiß ich nicht, von Steuerzahler, Kohle. Das kann doch nicht angehen, sowas. Nee, und da steht mir auch schon eine saftige Entschädigung zu. Also es kommt so viel zusammen, so viele Straftaten. Also wir sind schon, wahrscheinlich diese Bitcoin-Geschichte, wir sind im Milliardenbereich, würde man mich mal auszahlen. Also im Prinzip, es müsste für so Monarchopfer so eine Karte geben. So wie so ein Behindertenausweis, bloß da steht halt drin Monarch und die kriegen dann halt alles. Und die können sich dann bis dann zum Ende ihres Lebens dann noch ein schönes Leben machen und sich dann regenerieren. Sowas müsste es geben für alle Monarchopfer. Ne? Die kriegen dann überall das Beste und die besten Leistungen und kommen als erstes dran und kriegen alles kostenlos. Wie gesagt, für alle Monarchopfer, nicht nur für mich. So. Also 3 Milliarden ist auch noch zu wenig. Das ist ja nicht meine Schuld, das möchte ich auch nochmal sagen. Also ich will nicht der Geldgeier sein. Ich kann ja nichts dazu, wenn ihr so Scheiße macht und so einen hohen Schaden anrichtet. Das müsst ihr halt zurückzahlen. Ich wäre Milliardär gewesen mit Bitcoin.
Also im Prinzip 3 Milliarden ist noch viel, viel zu niedrig angesetzt. Müssten schon 30 sein. 30 Milliarden Euro. Ja, überlegen Sie sich, Herr Karl, wie Sie die zusammenkratzen können. Ohne Kindersex-Trafficking und ohne Scheiße. Ja. Überlegen Sie es sich. Kann ich ja nichts zu, wenn Ihre Mitarbeiter nur Scheiße machen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht im Griff haben. Ihre Mitarbeiter haben Sachschaden angerichtet bei mir. Mir alles zerstört, das muss zurückgezahlt werden. Ich gebe mich nicht mit so lausigen 1 Million Euro zufrieden. Das könnt ihr euch noch in den Arsch stecken. So, also fangt an, meine 30 Milliarden zusammenzukratzen. So, Akkuladung 5%, das kann ich zum Abschluss nur sagen. Und dafür, dass ich 13 Jahre so in Isolation leben musste und kein Auto jetzt habe, kein Führerschein, kein Nix, kein Fahrrad, keine Freunde mehr, dass ich nur gequält wurde jahrelang. Ja, oder fangt an, mich umzubringen. Wäre für uns alle das Beste, ich wäre bei Gott, ich muss mir diesen Scheiß nicht mehr antun, ihr müsst mich nicht entschädigen. Aber wie gesagt, dazu ist Ihr Penis ja zu klein. Kann ich auch nichts zu, Herr Karl, das tut mir leid. Was soll's, ne? So. Das wollt ihr auf jeden Fall loswerden. Auf jeden Fall, und an diese Leute, die mich hier anschwulen, verpisst euch, hängt euch auf. Ich sag euch eins, meint ihr, nach dieser ganzen Scheiße hier, nachdem ich nicht mal ein Auto habe, nachdem ich habe wirklich gar nichts mehr, nix, kein Auto, alles, was so normale Leute in meinem Alter haben, Auto, Ausbildung, Geld, irgendwas, nix habe ich. Meint ihr jetzt, lasse ich mich noch irgendwie mit irgendwelchen scheiß autistischen Legasthenikern irgendwie rumtrafficken? Meint ihr das wirklich? Meint ihr, jetzt lasse ich mich noch auf diese Scheiße ein? Nachdem er mich jahrelang gequält hat und versucht hat umzubringen, mich jeden Tag gestalkt. Wisst ihr was, fickt euch ins Knie, ihr seid Loser. Und mit Losern möchte ich so oder so nichts zu tun haben. Und mit Leuten, die nichts können und keine Talente haben, außer Leute quälen. Das sind Leute, die würde ich alle an die Wand stellen lassen, wenn ich die Macht hätte dazu. Also schiebt euch dieses Sex-Trafficking wirklich in euren Arsch rein. Sucht euch einen anderen. Ihr habt schon genug Geld gemacht durch diese Folter an diesen Nazi-Exterminierungslager und diese ganzen Tablettentests und diese Drogen und diesen ganzen Scheiß. Ihr habt schon genug an mir verdient. Schiebt euch eure scheiß Kinder an den Arsch. Ne, erhängt euch einfach am besten. Wird sowieso mit euch passieren, wenn das alles ans Licht kommt, was mit mir passiert ist hier. Für diejenigen, die wissen wollen, was mit mir passiert ist, guckt euch mal den Film The Lazarus Project an. Das ist ungefähr so ähnlich meine Geschichte. Projekt Monarch, The Lazarus Project. Er ist schon noch ein bisschen was anderes, aber es ist so wie in The Lazarus Projekt. So, also, fangt an, Herr Karl, 30 Milliarden als Entschädigung. Wir sind auf jeden Fall im Milliardenbereich schon. Und es wird nicht weniger, weil eure Folter ja auch nicht abreißt und den ganzen Scheiß, den ihr verzapft. Ich jeden Tag weiter gefoltert werde bis zum Orgasmus. Also wieder, wie gesagt, seit 17 Jahren Vergewaltigung bis zum Orgasmus. Ja, Straftaten werden nicht weniger. So, fangt an, oder wie gesagt, fangt an, mich endlich umzubringen. Aber nicht so eine Scheiße hier. Was seid ihr für ein Loser-Verein mit Pisse trinken und Schwuchteln besetzt? Ey, komm. Ja. Aber auch Pisse trinken und Schwuchteln können Anstand haben, Herr Karl, ne? Das möchte ich nur mal sagen. Aber das ist ja, aber die guten Manieren sind ja auch bei euch alle weg, ja? Deswegen gibt es ja von mir Gegenwind, dass ihr da mal alle wieder klarkommt in eurer Scheißbirne. Alle eine Macke, ey. Ehrlich. Ich werde euch auf jeden Fall nie verzeihen. Ihr habt mir alles weggenommen. Ich saß mit euch wegen euch in Volltrotteln hier im Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik. Konnte euch in Mandalas aus meinen Silben klatschen. Saß wegen euch in irgendwelchen KZs fest. Habe gar nichts mehr. Das zieht mich auch runter. Ich würde gerne mal Auto fahren. Das würde ich gerne mal sagen. Das hat man mir alles kaputt gemacht. Ich kann mir keinen Führerschein leisten. Ich kann mir auch kein Auto leisten. Wenn man mich mal entschädigen würde, könnte ich das schon. Ich würde auf jeden Fall auch gerne mal Auto fahren oder irgendwie gerne mal wohin. Kann ich nicht wegen euch weg sein. Gar nichts, ich habe gar nichts mehr. Ich mache, wie gesagt, ein scheiß Fahrrad. Ey. Oh, wobei, es bringt mir auch nichts, wenn ich dann hier alleine irgendwie die Stadt gurke oder was da. Aber trotzdem. Meint ihr, nach so einer solchen Aktion habe ich noch Bock auf euch und eure Pisse da, was ihr da veranstaltet? Wie gesagt, fickt euch ins Knie, hängt euch auf, lasst mich in Ruhe. Meine Befehle wurden nicht ausgeführt.
ihr habt nichts getan in 21 Jahren irgendwie für mich oder es irgendwie auch nur versucht, wieder gut zu machen. Man hat mich immer nur feige versucht umzubringen, beziehungsweise versucht, dass ich mich selber umbringe, weil, wie gesagt, euer Dödel zu klein ist, als das selber durchzuziehen, weil ihr nämlich die feigen Pisse-Trinker seid, nicht ich. Ja, wie gesagt, fangt an jetzt hier mal eins von beiden, könnt ihr euch aussuchen. So nett bin ich noch, bringt mich anständig um oder fangt an, meine 30 Milliarden zusammenzukratzen. Diese Ballonköpfe, die ich zur Tötung ausgewählt habe, als Wiedergutmachung. Darunter Rosenberg-Binnewies-Familie, Finn Schärfke, Markus Glotz, diese ganzen anderen Drecksuntermenschen, mit denen man mich als arischen Übermenschen vertraffigen wollte, hinzurichten. Das ist eine Beleidigung mir gegenüber, so, mir so einen Müll aus dem füllten Abfallcontainer anzudrehen. Hi. Und jetzt kommt mal endlich in die Gänge hier. So langsam bin ich nämlich echt stinkig. So, was soll das denn? Warte mal, habe ich gerade heil gesagt? Oder ich heil sage, ich weiß nicht. So, ich muss das Video beenden. 4%. Reste meiner Programmierung. So, bitte den Film The Lazarus-Projekt gucken. So, also 30 Milliarden, ich warte, Herr Karl, ne? Konto ist im Internet, könnt ihr mir gerne überweisen. Oder wie gesagt, schickt mir einen Revolver, das wäre die günstigste Variante. Wie gesagt, ich möchte sterben und nicht irgendwie im Rollstuhl sabbern sitzen. Mit ein paar Schuss und dann ist gut. Gut Knut, ich verabschiede mich, fickt euch alle ins Knie, hängt euch auf. So, ich werde kämpfen bis zum Umfallen. Ihr scheiß Loser, habt euch nicht mit mir anzulegen. Der Kampf geht weiter bis zum Umfallen. Und ich schwöre euch eins, ihr habt sowieso schon verloren. Weil man sich mit einem Übermenschen nicht anlegt. Deinem Deutschserben, der sich Adrian aus der Familie Milosevic heißt. So. Nee. Fangt an, diese ganzen Leute in meiner Projekt Monarchenmurke Programmierung involviert sind, hinzurichten. So, und gut ist so. Ich verabschiede mich jetzt. Das wollte ich auf jeden Fall nur loswerden. Lasst mich bloß in Ruhe. Die betroffenen Personen wissen schon, wer gemeint ist. Ich sag mal so, ich muss euch gar nichts sagen. Die Personen, die mich sextrafficken und sextrafficken wollen, ihr habt es euch auch vergeigt, wie gesagt, ihr habt mich dekonditioniert mit diesen ganzen scheiß Polacken hier, Markus Klotz und sowas, als ob ich auf so einen scheiß Polen stehe. Echt, ey. Scheiß. Nee. Dann habe ich auch noch versucht, mit meinen bekloppten Nachbarn auch wieder so einen scheiß Pole da zusammenzubringen. Nee. Sorry, ich habe jetzt nichts gegen Polen oder so, versteht das nicht falsch. Auf jeden Fall, mir kam man hier auch mit vielen Losern und Volltrotteln, ey, und wo ich mir so denke, die sind gar nicht mein Level, gar nicht mein Niveau. Und das tut mir dann auch weh. Dann sagen mir gewisse Leute, gewissen Sprachchats auch noch, es wäre egal, wo man die Leute auftreibt. Nein, das ist nicht egal. Ich als Übermensch poppe nicht mit irgendwelchen Untermenschen aus dem füllten Abfallcontainer und Ende. Im Gelände. So, fickt euch alle. Dann spätestens bei dem Satz, da habt ihr euch sowieso alles ruiniert. So, also ich mach nicht mit. Ich werde nie mitmachen. Schiebt euch das alle sonst wohin, dieses ganze Sex-Trafficking. Hängt euch einfach nur auf. Und nach, wie gesagt, spätestens nach dieser ganzen Psychiatrie-Geschichte ist sowieso, es war alles vorbei. So. Nee, also ihr stürzt mich hier in Depressionen, ich kann gar nichts machen, ich habe nicht mal ein Auto. Ich würde so gerne mal Auto fahren, ne? Gar nichts habe ich. Ja, so, und da schäme ich mich auch für. Das geht so nicht. Ich kann ich bin ein Mann. Hallo? Ich lasse mich nicht auf so eine Abhängigkeitsbeziehung ein, da stehe ich gar nicht drauf. Ich als Mann brauche auch meine Statussymbole, oder beziehungsweise brauche ich nicht, ihr wisst, wie ich das meine, das geht gar nicht, Alter. Ich habe gar nichts mehr und ich lasse mich jetzt bestimmt nicht noch auf Sextrafficking ein. Nee, also ein Auto, das hätte man mir schon mal lassen sollen. Meine Ausbildung, mein Abschluss und irgendwie ein Auto, dass ich zumindest nicht mal hätte irgendwo hinfahren können. Alles nicht passiert, also fickt euch ins Knie. Ich habe gar nichts mehr wegen euch. Ich will eure autistischen Scheißkinder nicht, kann ich euch nochmal sagen. Könnt ihr ja auftreiben, wen ihr wollt. Ich will sie nicht haben, du. Dafür bin ich mir zu schade. Schiebt euch dieses schwule Sextrafficking in den Arsch und ich laufe auch ganz sicher niemanden hinterher. Niemandem. Das sowieso. Also, ganz ehrlich. Oh, ich piep's doch. Als ob ich
jetzt auch noch dann, das kommt ja auch noch hinzu. Ich soll mich dann auch bei den Leuten melden, denen hinterherlaufen, die dann um Sex auch noch anbetteln oder was. Also, spinnt doch alle. Fickt euch ins Knie, schiebt euch diese Scheiße in den Arsch. Es hat sich, beziehungsweise stand nie zur Debatte alles. So. So. Ich habe keinen Bock mehr jetzt, ich bin sauer. Ihr habt mir wirklich alles genommen, es kam keine Entschuldigung, nie eine Wiedergutmachung. Und jetzt lasse ich mich ganz sicher nicht mit irgendwem trafficken, egal mit wem. So, 2%, ich muss das Video beenden. Ficken sich, Herr Karl, macht's alle gut, ansonsten an meine Zuschauer, ich wünsche euch was und bye bye, ich muss beenden, 2%.